Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess. Ja, diesmal in einer Off-Cam, was heißt ja Off-Cam? Off-Stream-Aufnahme. Ich habe mich jetzt mal entschieden, da die letzten Monate zu Streams sich zu mit motivieren. Hat mir die Lust und Laune gefehlt und deswegen habe ich mich dazu entschieden, jetzt erstmal offline wieder Let's Plays zu machen. Vielleicht so nach dem Motto Back to the Roots. Ja, und vielleicht schaffe ich es dann mehr und mehr zur Motivation zu finden. Naja, was heißt Motivation? Es hat sich leider in den letzten Tagen nicht so die Zeit gefunden. Es ist sehr viel wieder dazwischen gekommen und ich schaffe es einfach nicht in regelmäßigen Abständen zu streamen. Ich versuche das besser hinzubekommen. Beziehungsweise erstmal Let's Plays wieder in Gang zu meinem Kanal wieder in Gang zu bekommen. Das ist das Wichtigste. Stream kann ich immer noch machen. Eventuell vielleicht so Spiele, die ich vom PC aus spiele, weil mit der Elgato läuft das momentan nicht rund. Ich hoffe, das geht bei der Offline-Aufnahme viel besser. Wir versuchen es einfach. Also dann, Zeit, die Waffen auszuprobieren, die ich dir gegeben habe. Na, du weißt schon, schwinge mit B dein Schwert und halte mit ZL dein Schild schützend vor dich. Das ist dir zu anstrengend? Du solltest mir lieber dankbar sein. Wie du bereits gemerkt hast, habe ich bereits schon, ja, das getan, was du gesagt hast. Ich muss mal kurz. Mein Kater legt sich immer sehr gerne auf die ganzen Konsolen. Ich muss sie erstmal mein Nintendo DS vor dem Kater schützen. Warum ist denn der Schlüssel schon wieder da? Wir hatten doch das schon aufgeschlossen. Meine Güte. Sag mir nicht, wir müssen nochmal von vorne diese dämlichen Laternen hier anbringen. Weil wir müssen, glaube ich, zum Tempel, wenn ich das mich recht erinnere. Ich weiß es nicht. Huch! Ach, natürlich, du bist doch der Junge aus Ordon, oder? Hätte ich dich fast nicht erkannt, so herausgeputzt wie du bist. Ach, was ich noch sagen wollte, ist in letzter Zeit etwas gefährlich geworden hier. Sei also vorsichtig. Es treiben sich immer mehr Monster herum, deshalb habe ich den Weg zum Schrein auch verschlossen. Aber du willst bestimmt wieder dahin, oder? Aber so wie du jetzt aussiehst, dürfte das für dich kein Problem sein. Hier. Wir haben einen Schlüssel erhalten. Aber der Wald hinter der Höhle ist in letzter Zeit so neblig. Da hast du ohne Licht keine Chance. Du wirst ständig deine Lampe brauchen. Solltest du auf jeden Fall genug Öl bei dir haben. Hab gerade ein Sonderangebot. Eine Flasche Öl für nur 100 Rubine. Ein echtes Schnäppchen. Na, wie wär's? So kann man auch sein Sortiment fein und säuberlich verpacken und verkaufen. Sehr schön. Vielen Dank, hier nimm. Bam, 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 bam. Flasche mit Öl bekommen. Um Öl nachzufüllen, lege die Lampe und Öl auf Y, X oder R und gieße das Öl ein. Und wenn du es aufgebraucht hast, kannst du alle möglichen Dinge da rein tun. Also dann viel Spaß mit der Lampe und wann immer du Öl brauchst, komm zu mir. Das tue ich sehr gerne. Joa, dann mal los. Ich nehme gerade übrigens unter der Woche auf. Kommt auch nicht häufig vor. Ich habe momentan Urlaub und ich will unbedingt auch Zelda Twilight Princess spielen. Weiterspielen und ja. Deswegen versuche ich hier. Und ich will es auch nicht Off-Cam irgendwie weiterspielen, weil das nimmt so ein bisschen die Motivation raus. Also hab ich. So. Seeratte auch weg. Ja.
Deswegen, ich dadurch gewillt bin, natürlich hier weiterzuspielen, aber es hat sich in letzter Zeit nicht so ergeben. So, die Höhle brauchen wir, glaube ich, nicht nochmal von neu zu erforschen. Wir haben ja alles gesehen und da wird sich wohl nichts Neues ergeben haben. Ja. Jetzt hat sich das folgendermaßen verändert. Der Wald ist giftig geworden. Wir können nicht mehr. Ich glaube, das war auch schon im letzten Part so, ne? Wir können hier nicht mehr frei herumspazieren und ich glaube, die Fähigkeit, uns jederzeit in einen Wolf zu verwandeln, haben wir nicht. Deswegen müssen wir mit der Laterne in den Nebel rein. Das hätte ich auch ohne dich hinbekommen. Aber danke, dass du mir hilfst. Oh, wen haben wir denn da? Der hat dir doch glatt die Lampe geklaut. Nur weil du nicht aufgepasst hast, du Vollidiot. Hey. Ups. Ah. Origin. Ständig ploppt dieses dämliche Fenster von Origin auf und hat den OBS Studio, den Bildschirm, weil ich habe jetzt den OBS-Player an, damit ich rechtzeitig sehen kann, falls die Elgato versteckt, dass ich reagieren kann. Und dieses dämliche Origin-Fenster ständig, egal ob ich Zelda spiele oder ob ich FIFA Manager spiele, ständig ploppt dieses Mistding auf. Ich weiß nicht warum. Dabei habe ich auch nicht das Gefühl, dass das Internet jedes Mal abbricht. Keine Ahnung. Warte mal, kann ich dich nicht weiterschieben und du. Genau, wedel du mal und ich schieb dich einfach weiter. Oh. Mir gar nicht in den vorigen Spielen so aufgefallen, dass ich den Affen auch weiterschieben kann. Ups. Oh. Affe! Was hast du mit mir gemacht? Na super. Okay, ich glaube, ich bleib bei Schild und Schwert. Weil der Affe kann ja nicht warten. Zum Teil finde ich das so ein bisschen unnötig. Ich meine, gut, dadurch wird kein Lampenöl verschwendet, aber wozu haben wir es uns jetzt gekauft, beziehungsweise wozu bietet uns das Spiel das an? Wenn wir halt von einem Affen geleitet werden. Finde ich jetzt nicht optimal gelöst. Aber gut. Ich möchte mich nicht beschweren, ne? Und rundherum. Da, los. Und schwing die Keule, Affe. Ich finde es sehr schade, dass dieser Nebel, kleiner Spoiler hier am Rande, wenn der Dungeon fertig ist, nicht verschwindet. Weil bei den Zelda-Teilen ist es eigentlich so, zum Beispiel beim Todesberg oder beim Hylia-See in Ocarina of Time, nachdem man die Tempel abgeschlossen hat und die Endbosse ja, besiegt hat, hat sich der Bereich normalisiert. Hier ist es irgendwie nicht so. Vielleicht ist es bei der HD-Version anders, aber ich glaub's eher weniger. Vielen Dank, Affe! Hey,
Hey, was hat denn dieser Affe vor? Lauf ihm nach, er hat schließlich deine Lampe geklaut. Die brauchst du sicherlich noch. Ach ja, stimmt. Oh, ja. Ja, ich dachte. Affe, wir haben es doch schon geschafft. Gib mir die Lampe wieder, ich will weiter. Kannst du mal ein bisschen ordentlicher mit meinen Sachen umgehen? Schmeiß ich so, keine Ahnung, deine Sachen weg? Oh, was war denn das da oben? Achso, war mit Licht denn. Nimm endlich die Lampe. Danke, Affe. Du hast meinen kompletten Vorrat. Oh. Ah. Ach ja, warte, ich kann das ja hier rüber machen. Das ist doch, kann ich auch einfach drauf? Nein, kann ich leider nicht. Schade. Da-da-dum. Weiter geht's. Ich freue mich echt auf den Dungeon. Ich habe den nicht mehr so in Erinnerung, weil wie gesagt, das letzte Mal, wo ich Twilight Princess gespielt habe, ist schon ewig her. Deswegen freue ich mich jetzt umso mehr, Twilight Princess überhaupt nachzu. Oh, wer bist du denn? Hallo. Warum greifst du mich jetzt an? Wo sind wir hier? Okay. Du willst kämpfen? Das kannst du haben. Aua. Der Mut dessen, der es führt, bestimmt die Kraft eines Schwertes. Das Schicksal mag dich zum Helden gemacht haben, aber in dieser Verfassung bist du es nicht wert, das grüne Gewand zu tragen. Du brauchst Mut, um deine Kräfte zu sammeln, und die gesammelten Kräfte werden dir Mut geben. Wenn du dir wahren Mut wünschst, um Hyrule aus dieser furchtbaren Gefahr zu retten, unterweise ich dich in meinen okkulten Künsten. Okkulte Kunst, Fangstoß. Ein starker Gegner kann zwar durch einen schweren Angriff niedergehen, steht aber sogleich wieder auf. Die Kunst des Fangstoßes besteht darin, den am Boden liegenden Gegner endgültig zu besiegen, bevor er wieder aufsteht. Wenn der Gegner am Boden liegt, visiere ihn unverzüglich mit ZL an und drücke A, um ihn von oben springend den letzten Stoß zu versetzen. Hast du eine günstige Gelegenheit, dem Gegner den Gar auszumachen, erscheint vor deinen Augen das Signal Fangstoß. Nun versuche es an mir. Ja, das war ein kühner Schlag. Verpasse nie die Chance für einen Fangstoß durch Drücken von A. Damit hast du die erste okkulte Kunst, den Fangstoß, erlernt. Und das fand ich in Twilight Princess richtig cool. Davor, warte mal, der Vorgänger von Twilight Princess war ja Wind Waker oder Skyward Sword? Nee, Skyward Sword kam erst später. Wind Waker. Davor gab es noch nie so richtige Kampftechniken. Die gab es zwar in den vereinzelten Spielen mal immer wieder, wie die große Wirbelattacke, aber hier hat man es noch ein bisschen spezialisiert. Der Fangstoß zum Beispiel ist eine typische Attacke in Super Smash Bros., aber war in gar keinen
einzelnen Teil der Zelda-Spiele vorzufinden, beziehungsweise in der Art einer Sprungattacke. Aber so in der Art gab es das noch nie in einem Spiel. Deswegen, es werden noch viele weitere coole Techniken kommen, was das Spiel echt cool umsetzt. Es gibt noch weitere 6 okkulte Künste, die du erlernen musst. Doch sie sind nur für den bestimmt, in dessen Adern das Blut eines Helden fließt. Für den, der den Geist eines erhabenen Raubtiers hat. Stehle deine Kraft und sei beständig in deinem Mut, um die gegenwärtige Bedrohung zu zerschlagen. Lausche den Ton des Windes, der den Geist des wilden Tieres ruft, und komme wieder zu mir, wenn du die Statuen gefunden hast. Der Mut dessen, der es führt, bestimmt die Kraft deines Schwertes. Vergiss es nicht. Auf ein Wiedersehen. Vielen Dank, mein Lehrmeister. Und auf zum ersten Dungeon. Oh, hallo, seid ihr nicht die zwei, die ich... Warte, oh, ich wollte gerade die neue Technik ausprobieren. Darf ich? Langweiler. Okay, auf geht's. Zerschlagen wir das. Verbrennen wir das Spinnennetz und gehen rein in den ersten Dungeon.